Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Sacred of Mana. Ja, hat lange gedauert, dass mal wieder was kommt. Ich habe in letzter Zeit paar Schwierigkeiten mit meinem Rechner, mehr oder weniger. Ich hoffe, das verzeiht ihr. Das Weitere ist halt irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe auch ein paar Probleme mit Fraps und hier und dies und jenes. Ist einfach zu kotzen momentan alles irgendwie. Aber erstmal gucken wir uns hier die Seitengänge nach. Ich nehme mir das andere Fels. Ja, hier. Ja, ich würde aber gerne mal kurz da hinten hingehen. Weil, es könnten hier sich überall Obst befinden. Man weiß es ja nie. Deswegen checken wir nochmal hier ganz kurz die Lage auf. Das ist auch nur so ein Knopf, den habe ich jetzt ja schon gedrückt. Ja. Aua! Ey! Ich war damit hauen. Ja, natürlich nehmen wir alles mit, was wir kriegen können, ist klar. So. Hier soll irgendwo ein... Oh, geil! Ein Gegner, der mich vereist. Oh, nicht geil! Oh, das ist kacke. Ich will nicht so ein Schneemann sein. Schneemann ist gar nicht schön. Ist kalt. Passt aber gerade zu dem eismega kalten, dummen Wetter hier. Das wir momentan hier in Deutschland haben. Also, ich arbeite auf dem Rohbau vom Schiff. Oder mehr oder weniger Rohbau. Und da ist es so mega arschkalt, da wo ich arbeite. Also, boah. Sag's euch, ey. Das geht gar nicht mehr klar. Und vor allem, ich sitze die ganze Zeit. Also, ich muss nichts Anstrengendes machen. Weißt du, ich klemme irgendwelche Schränke an und... dann sitzt du da und man friert sich da voll ein ab. So ätzend. Ich bin froh, wenn wieder Sommer ist. Nein! Oh, da war eine Kiste. Oh. Aua. Natürlich, ich laufe da auch voll rein. Aber ich glaube, ich gehe bald wieder zur Schule, weil in der Schule ist es immer warm. Das ist scheißegal, ob Winter ist oder nicht. Oh, willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich hoffe, die komische Wolke da zu hauen. Ah, komm, warte. Hat kein Mana mehr. Das ist ganz schlecht. Die Kleine hat aber noch Mana. Nee, die hat keine Mana. Die hat noch Mana. Nein, jetzt habe ich den falschen angecastet. Ah! Ja, fail. Naja, Wolke, da hast du nochmal Glück gehabt, dass du am Leben bleiben darfst. Jetzt gucken wir hier, was hier ist. Ich bin schon wieder eigentlich... Boah, jetzt hört doch mal auf, mich hier zu blöden Schimmer zu machen. Das ist hier echt nervig. Ich glaube, ich steige hier auch mal auf Peitsche. Ich kann hier aus Entfernung kämpfen. Obwohl ich die Gegner eigentlich sehr gerne bekämpfe, weil... Außer jetzt, dass sie mir jetzt hier zum Schema machen. Weil die geben schön EP, geben Geld, können sich verdoppeln. Einfach optimale Trainingsgegner. Am besten, wenn man eine Kluft dazwischen hätte. Dass sie halt keinen Schaden machen können. Dann stellen wir unsere Leute einfach nur auf defensiv und... Ja, man kann die da mit der Peitsche schön einmütig nacheinander wegklatschen. Ich will trotzdem gerne wissen, erstmal was da hinten ist, bevor ich jetzt... Ich denke mal da... Ich gucke jetzt erstmal hier und gehe... Obwohl, gehe ich jetzt zurück oder gehe ich lieber gleich zurück? Hoch runter, hoch runter. Wieder so eine schwere Frage. Niemals Level abbekommen. Ich gehe erstmal nebenan gucken. Jetzt ist aber mal gut hier. Da wir die schon bekämpft haben, lassen wir die jetzt einfach mal aus, weil ich könnte sie nochmal so bekämpfen. Gucken wir erstmal hier nach. Sieht's genauso aus, also... Das ist irgendwas außer, dass ich hier oder da lang gehe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fischi erreicht Level 24. Yay! Ghosts in the air. Piu, piu! Und da ist wahrscheinlich eine Waffenort drin. Gut, dass ich gekommen bin. Clownort. Yeah. Wird die leben noch? Oh, dann kriegst du halt nochmal einen an den Kopf. Und das sollte gut sein.
Die leben immer noch. Ja, jetzt habe ich keine Mana mehr, tut mir leid. Kann ich euch leider nicht töten. Klaue upgraden, das ist so eine Sache. Die Klaue, der Effekt der Klaue ist einfach momentan richtig genial. Weil Gegner betäuben. Es ist einfach Hammer. Aua! Oh! Das gut, dass ich hier die meiste V habe. Oh! Jetzt aber mal gut hier. Nein! Oh! Ich sag's euch, die sind schneller wie ich. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die schneller sind wie ich. Ha! Nein, das war ich nicht. Oh. So wie hier jetzt hat man die Möglichkeit. Ich mach mal eine schöne Falsch rein. Hup. Man kann die von hier aus schön wegklatschen und die können gar nichts machen, außer sich ein paar mehr fangen. Und der da unten, der ist irgendwie gerade ein bisschen buggy. Also lange wird auf jeden Fall das LP hier nicht mehr gehen, da ich zum Glück alle Secrets kenne und weiß, wo ich lang muss. Ich bin gerade am Überlegen auch schon, also beziehungsweise ich bin jetzt schon am Überlegen, was ich als nächstes Let's Clear für ein geiles Game. Also mir kommt so im Sinn Secret of Evermore. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ziemlich unbekannt, aber ist damit einer der besten Action-RPGs auf Super Nintendo. Oh, der Terranigma. Das wohl umfangreichste Action-Rollenspiel auf Super Nintendo. Und ja, ich werde auf jeden Fall ein Super Action-RPG nehmen, weil ich finde, sowas wie Lufia muss nicht unbedingt sein. Das, wie gesagt, das ist, ja, wenn man da halt trainieren muss und es sind keine aktiven Kämpfe, das ist her, da ist es. Ah! Ich glaub, da ist es ziemlich uninteressant, dass. Komm jetzt. Das Auge lassen wir mal in Ruhe. Gut, verkloppen wir. Ja, wie gesagt, Secret of Evermore ist einer meiner persönlichen Lieblingsgames auf Super Nintendo. Natürlich mit Secret of Mana. Secret of Mana ist natürlich auch, einfach ein geniales Game, muss man da so sagen. Ah, jetzt leckt euch da noch nicht fest, ihr seid so kackendämlich. Komm jetzt hier hin. Das ist ätzend gegen die Geister, dass die versuchen, die Geister zu hauen, weil das sind Geister. Und die kriegt man halt nur mit Zaubern tot und das ist scheiße. Kommt, hört jetzt mal auf! Ah! Sind die noch tot oder was? Ne, bin ich noch nicht. Und die hat keine Mana mehr zum Heilen, war ja klar. Das heißt, jetzt muss ich beiden Nüssen eine Nuss geben. Aber du kriegst eine Nuss. Du kriegst eine Nuss. Die blöden Nüsse. So, und dann gib mir mal ein Heal. Nein, nur mir. Ihr braucht kein Heal. Du hast ja, du sollst mich heilen. Energie-Shield. Irgendwie habe ich heute kein Zielwasser getrunken. Also irgendwie knall ich alles daneben. Boah, ist jetzt mal gut. Kommt hierher. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl. Ja. Nein. Ah. Diese selten dämliche KI. Ey, ich glaub's nicht. Wie gesagt, die KI, die ist echt, das ist einfach grauenhaft, ey. Jetzt kommt hier verdammt nochmal her. Oh Mann. Wollen mich verarschen? Ist jetzt mal gut hier. Noch eine! Ich bin tot, ey. So weitergeht. Kommt bloß weg hier, ey. Boah. Jetzt nochmal heil das auf alle. Echt grauenhaft. Die KI hier, die ist wirklich. Da spiele ich lieber alleine. Da hat man solche Probleme auf jeden Fall nicht.
Wobei im nächsten Spiel, also bei Sanctuary Evermore ist man auch nicht alleine. Da hat man auch einen Begleiter bei sich. Aber der ist auf jeden Fall nicht so dämlich, wie die KI hier ist. Und das kann ich euch sagen. Also, das hier, das ist ja hier mehr als dämlich die KI. Boah, was? Ich bin tot jetzt. Boah, machen die einen kranken Schaden. Ach. Sagen wir mal so. Und ich treffe natürlich nicht. Ist ja klar. Ach, die haben dieses blöde Schild auf sich drauf. Ah. Da mache ich jetzt halt Hardcore-Casting hier. Ah, das war gefailt. Wieder auf mich. Und auf die auch noch. Die hat da Glück gehabt, dass sie gerade am Casten war. Eigentlich will ich ein... Ah, ein bisschen zu früh jetzt. Geht doch. Wir haben 6 Energieschild und so ein Müllall. Ah! Harter Fight hier. Schokolade ist zu viel. Ja, jetzt gib du uns nochmal kurz eine Heilung und dann, ach, grauenhaft. Grauenhaft hier. Ja, kannst auch alle heilen, ist auch Lappen. Sehr gut. Level up. Und wir fallen wieder. Nein! Oh. Die Regel sagt, einen nach dem anderen töten. Sonst wird das so stressig, weil solange die klein sind, machen die nichts. Hopp! Oh, jetzt habe ich 2 getroffen, das sollte ich eigentlich nicht. Naja, ja, genau, den könnt ihr angreifen, genau den. Ah! Oh! Ich glaube, der ist gerade ein bisschen verpackt, oder? Aber, wir sind diesmal stärker wie beim letzten Mal. Das ist auch... Shit. Da hat irgendwas gefressen und sitzt so. Oh yeah. Lecker Lob. Oh, no, 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 no. Das ist das Problem, wenn 2 Stück da sind. Ah gut. Gut, die heilen sich nur 30. Das geht. Nein! Hol mich raus! Wenn ihr mich nicht rausholt, ey, Leute. Ich will einen. Mach. Geht erstmal genau, geht erstmal. Man müsste den fokussen können, was sagen können, den soll ich angreifen. Ist das nicht möglich, ey? Das kann doch nicht sein, dass ich die hier nicht. Nö. Doch. Kann man wohl, ja, das ist doch schon dann. Dann kann man das Ganze doch schon hier viel einfacher regeln. Heal haben wir wieder raus. Oh, 60 Schaden. Jetzt hört er mal auf, die zu heilen. Jetzt fangen die schon wieder an, die was anzugreifen. Ich kann doch jetzt nicht alle 5 Sekunden sagen, hier greift den an, nach jedem Hit.
Das geht doch nicht. Jetzt geh doch tot. Ah, geht doch. Na, jetzt... Ist du wo auf? Nee, noch, dass ich noch so einen Heiler hier rumrennen habe. Ja. Boah, der ist auch gestört. Ach ja, der ist irgendwie verbuggt, ey. Scheint mit dem Bogen killbar zu sein. Ne, ich kann ihn auch killen. Nein, nein! Oh, ich dachte, ich will nicht fressen. Oh. Lass die arme Fischi mal in Ruhe hier. Und andere sollst du auch in Ruhe lassen. Ah, oh. Ja, geht doch. Das ist nicht gesund. Nein, nicht. Nein! Ah, Arsch. Ich hab's gesagt, nicht heilen. Puh, Single-Target-Heil ist ganz schön viel. Nee, nicht. Hörst du auf? Oh, oh. Arsch. Oh! Also, das kann auch ein Lagerkampf werden, wenn er so weitermacht. Der kommt schon wieder, der wird sich schon wieder heilen. Ah, nee, doch nicht. Kein Mana mehr. Nein. Nur nicht heiß, ne? Nee, er hat kein Mana mehr. Das ist gut. Ich kann mir den jetzt so wegklatschen. Ah, nervig sowas. Den Geheile. Und drei Heals kann einer raushauen. Das heißt, der hat ganze 6 MP. Ja, geschafft. Aber an dieser Stelle sage ich auf jeden Fall, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.